Der Herbst ist nicht grau und neblig, der Herbst ist farbig. Wir pflanzen heute ein buntes Herbstkisterl. Geht man jetzt in die Gärten rein, dann findet man die Fülle an Blüten, die gerade in den nächsten Wochen für Farbe am Balkon, auf der Terrasse oder auch in so manchem Blumenbeet sorgen. Was sind nun die schönsten Herbstpflanzen? Einmal die Chrysanthemen in den unterschiedlichsten Farben und Blüten. Dann natürlich die Eriken und die Kalonen, zwei Pflanzen, die den ganzen Winter über Farbe zeigen. Ja, und die Gräser, die dürfen nicht fehlen. Die gibt es auch in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Und das Schönste bei all dem, viele dieser Pflanzen halten Frost aus und sind damit ideal für so ein Kisterl. Was setzen wir da hinein? Also, ich mache ein Kisterl, das nicht ganz alltäglich ist. Skimmia, eine Pflanze, die jetzt im Herbst die roten Blütenknospen zeigt und im Frühling wunderschöne Blüten hat, die duften. Dann eine Pflanze, die eher ungewöhnlich ist fürs Kisterl, aber wunderbar dort gedeiht, nämlich die Azalee. Diese Pflanze hält 1-2 Grad minus aus und blüht im Kisterl sehr, sehr lange. Genauso wie eine Pflanze, die auch jetzt in den nächsten Wochen viel und oft gekauft wird, nämlich die Zyklame. Erde ist übrigens eine sehr lockere, durchlässige Erde. Ganz eng pflanzen, denn diese Pflanzen, die wachsen nicht mehr sehr viel. Nicht fehlen dürfen die Gräser, ein Lampenputzergras, und zwar ein ganz klein bleibendes, das kommt da in die Mitte hinein. Dann ein Favorit von mir, unbedingt in jedes Kisterl kommend hinein, die Purpurglöckchen. Und grün darf nicht fehlen, der kommt auch noch hinein, eine Grünpflanze. Fertig ist unser Herbstkisterl, das blüht jetzt bis in den Dezember hinein und länger. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln.